Tom Hollands drittes MCU-Solo-Abenteuer Spider-Man No Way Home ist endlich im Kino erschienen und Fans haben nun die Gewissheit, was an den ganzen Spekulationen rund um den Film tatsächlich dran ist. In unserem Video werden wir deshalb einmal auf die Geschehnisse in No Way Home eingehen und wollen dabei vor allem über das Ende sprechen und was es für die Zukunft der Spider-Man-Filme und das MCU bedeutet. An dieser Stelle sprechen wir eine ganz deutliche Spoilerwarnung aus. Solltet ihr Spider-Man No Way Home also noch nicht gesehen haben, dann macht jetzt auf dem Absatz kehrt und schaut euch dieses Video zu einem späteren Zeitpunkt an. Denn ab jetzt folgen massive Spoiler zum Film. Spider-Man No Way Home setzt genau dort an, wo die Mid-Credit-Scene aus Far From Home endete. Es ist der Moment, in dem die ganze Welt erfährt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Während viele in ihm weiterhin den Helden sehen, erachten andere ihn dank der fälschlichen Diffamierung durch Mysterio allerdings auch als Bedrohung, weshalb nicht nur Peter in der Öffentlichkeit geächtet wird, sondern auch seine Tante May, seine Freundin MJ, sein Kumpel Ned und der gute alte Happy Hogan. Er bittet also seinen alten Avengers-Kollegen Dr. Strange um Hilfe. Dieser soll durch seine magischen Kräfte die Menschen vergessen lassen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Bei dem Zauber geht allerdings dank Peters Zutun einiges schief und am Ende kommt es eigentlich noch schlimmer. Denn während die Bevölkerung über seine Identität weiterhin Bescheid weiß, werden zusätzlich Menschen, die wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist, aus dem Multiversum in dieses Universum geholt. Mit diesem Kniff konnte man nun Bösewichte aus früheren Spider-Man-Filmen in das neue Franchise holen, wodurch es für Fans ein Wiedersehen mit Willem Dafoe als grüner Kobold, Alfred Molina als Doc Ock und Thomas Hayden Church als Sandman gibt, die einst von Tobey Maguire in der ersten Spider-Man-Trilogie bekämpft wurden. Und mit Jamie Foxx als Electro und Reese Ifans als Lizard erhalten auch zwei Widersacher von Andrew Garfields Spider-Man Einzug ins MCU. Und da das ganz schön viele Schurken auf einmal sind, bekommt Tom Hollands Peter Parker im letzten Drittel des Films tatsächlich noch Unterstützung von Tobey Maguire und Andrew Garfield, deren Spider-Männer durch den schiefgelaufenen Zauber ebenfalls ins Marvel Cinematic Universe katapultiert wurden. Was also seit Monaten von Fans im Netz heiß diskutiert wurde, hat sich jetzt auch tatsächlich bestätigt. Alle drei bisherigen Spider-Man-Darsteller kämpfen in No Way Home Seite an Seite. Doch wie geht diese chaotische Situation am Ende aus? Um weitere Gefahren durch das Multiversum zu umgehen, müssen die Tore dorthin geschlossen und alle Figuren aus den anderen Franchises zurück nach Hause in ihre Welten geschickt werden. Deshalb bittet Peter Dr. Strange darum, den einzigen Zauber durchzuführen, der all dies rückgängig machen kann. Peters Existenz muss aus dem Gedächtnis aller Menschen gelöscht werden und das bezieht tragischerweise auch die Erinnerungen seiner engsten Vertrauten mit ein. Am Ende kehren also alle Figuren in ihr ursprüngliches Universum zurück, jedoch weiß im MCU niemand mehr, dass Peter Parker jemals existiert hat. Das Ende von No Way Home fühlt sich somit tatsächlich wie der Abschluss einer Trilogie an, bei dem Peter nun komplett auf sich allein gestellt ist und einen Neuanfang wagen muss. Seine Tante May ist zuvor im Film durch einen Angriff des grünen Kobolds gestorben und durch den finalen Zauber von Dr. Strange weiß nun auch niemand mehr, dass er existiert. Das bedeutet nicht nur, dass MJ und Ned sich nicht mehr an ihn und die gemeinsamen Zeiten erinnern können, sondern auch die Avengers wissen jetzt nicht mehr, dass Peter Parker unter der Maske von Spider-Man steckt. Peter steht am Ende also vor einem kompletten Neustart. Und genau das gilt womöglich auch für das Spider-Man-Franchise mit Tom Holland, das, wie kürzlich offiziell bekannt gegeben wurde, tatsächlich mit einer weiteren Filmtrilogie fortgesetzt werden soll. Wie könnte es in Spider-Man 4 also weitergehen, nachdem nun einmal der Reset-Button gedrückt wurde? Peters Highschool-Jahre liegen nun offiziell hinter ihm. Mit dem Einzug in eine eigene Wohnung und völlig auf sich allein gestellt, könnte sich Peter in der kommenden Trilogie also ins Berufsleben stürzen. Wahrscheinlich wird er dann, wie auch in den Comics, einen Job beim Daily Bugle annehmen, der zuvor ja schon bereits in No Way Home in Verbindung mit J.K. Simmons als J. Jonah Jameson mehrmals aufgetaucht ist. Und da MJ und Ned wohl nach Boston gehen werden, um am MIT zu studieren, wäre es durchaus möglich, dass die beiden in den kommenden Filmen nicht mehr auftauchen werden. Denn am Ende fasst Peter scheinbar den Entschluss, sich nicht erneut mit den beiden anzufreunden, sondern aus ihrem Leben zu verschwinden, damit sie den Gefahren, die sein Superheldendasein mit sich bringt, nicht weiter ausgesetzt sind. Das wäre zwar tragisch, würde aber tatsächlich unter die vorherige Trilogie einen finalen Schlussstrich ziehen und neue Möglichkeiten und Begegnungen für Peter in den kommenden Filmen ermöglichen. In Zukunft könnte er somit zum Beispiel auf Gwen Stacy treffen, die bekanntermaßen seine zweite große Liebe in den Comics ist und auch bereits in den Filmen mit Tobey Maguire und Andrew Garfield auftauchte.
Doch neben den Spekulationen, was Peters Zukunft anbelangt, deutet die Mid-Credit-Scene in No Way Home auch an, was auf jeden Fall bald auf die Fans zukommen dürfte. Denn hier gibt es tatsächlich einen Gastauftritt von Tom Hardy als Venom, bei dem die Abspannszene aus Venom Let There Be Carnage fortgesetzt wird. Darin wechselt Eddie Brock für einen kurzen Augenblick ins MCU und scheint dabei von der Existenz von Spider-Man und den Avengers ziemlich überfordert zu sein. Genauso schnell wie er gekommen ist, verschwindet er allerdings auch wieder, denn Dr. Strange's Zauber katapultiert ihn direkt wieder zurück in sein Universum. Allerdings bleibt ein Teil des Venom-Symbionten im MCU zurück. Das bedeutet, Venom existiert nun auch im MCU und wird somit sehr wahrscheinlich demnächst auf Tom Holland's Spider-Man treffen. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass das bereits im vierten Teil geschehen wird. Da Tom Hardy's Eddie Brock allerdings wieder verschwunden ist, ist fraglich, in welcher Form Venom auf Spider-Man treffen wird. Wird Venom auf eine MCU-Variante von Tom Hardy's Eddie Brock treffen oder könnte vielleicht sogar Peters früherer Mitschüler Flash Thompson durch den Symbiont im MCU zu Agent Venom werden? Denn obwohl Peter von Flash während ihrer gemeinsamen Schulzeit immer gemobbt wurde, ist Spider-Man in Wahrheit Flashs großes Vorbild. In den Comics kommt er später mit dem Symbiont in Kontakt und wird zum Superhelden Agent Venom, der auf derselben Seite steht wie Spider-Man und für Recht und Ordnung sorgt. Da Flash aber wie MJ und Ned ebenfalls nach Boston ans MIT gehen wird, könnte es von der Story her erst einmal schwierig werden, diesen Weg einzuschlagen. Eines ist allerdings gewiss, das Multiversum wird im MCU auch fortlaufend eine wichtige Rolle einnehmen. Denn nachdem es bereits in den Disney Plus Serien Loki und What If das Hauptthema war und nun auch in No Way Home ausgiebig thematisiert wurde, konnte sich das Publikum am Ende des Films noch über den ersten Teaser zur Fortsetzung Doctor Strange in the Multiverse of Madness freuen. In seinem zweiten Solo-Abenteuer wurde das Universum von Doctor Strange anscheinend komplett auf den Kopf gestellt. Wer dafür verantwortlich ist, wurde in dem Teaser zwar noch nicht ersichtlich, allerdings bekommt Dr. Strange in seinem neuen Film nicht nur Elizabeth Olsen als Scarlet Witch zur Seite gestellt, sondern muss sich mit Evil Dr. Strange einer gefährlichen Variante seines eigenen Ichs stellen, die zuvor auch schon in der Serie What If zu sehen war. Doch auch für Spider-Man wird es aufgrund einer weiteren geplanten Trilogie im MCU definitiv weitergehen. Und dank des nun eingeführten Multiversums sind vielleicht auch noch weitere Begegnungen mit anderen Marvel-Charakteren aus der Sony-Schmiede wie Venom, Morbius oder Kraven the Hunter in irgendeiner Form möglich. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Zukunft von Spider-Man demnächst gestalten wird und halten euch über alle Entwicklungen natürlich stets auf dem Laufenden. Alle News über die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sowie zu zahlreichen Filmen und Serien findet ihr wie immer bei uns auf kino.de.